500 Reichsmark haben Wolfram Wandl und Ulrich Goltermann im Jahr 1923 investiert und damit eine Lizenz erworben, die ihnen den Bau und den Verkauf von Rundfunkanlagen ermöglichte. Die Unterschrift leistete Goltermanns Mutter, denn die beiden Geschäftsgründer waren noch nicht vollumgänglich geschäftsfähig. Das jedoch tat dem Erfolg des jungen Unternehmens keinen Abbruch, denn was einst als Wandl und Goltermann begann, besteht bis heute als VAV Solutions fort. 100 Jahre Firmengeschichte. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und es wurde gefeiert. Selbst der Wettergott spielte zum Abschluss der Jubiläumsfeier von VAV Solutions mit und hatte strahlenden Sonnenschein mit im Gepäck. Bei dem guten Wetter luden die verschiedenen Stände geradezu dazu ein, bei Getränken und einem Essen, ob nun süß oder herzhaft, die Feierlichkeiten noch einmal zu genießen. Diese laufen bereits seit Donnerstag. Wir hatten am Donnerstag schon ein großes Kundenevent, wo wir hier um die 90 Kunden da hatten und hatten wir diverse Vorträge und Veranstaltungen. Dann hatten wir am Freitag ganz groß für Mitarbeiter und Ehemalige hatten wir rund 400 Personen jetzt in Metzingen in der Motorworld, wo wir gefeiert haben. Und jetzt heute machen wir den Tag der offenen Tür. Los ging es dann auch gleich mit einer Führung durch den Standort in Ehningen. Hier werden unter anderem Messgeräte gefertigt, die für Glasfasertests gebraucht werden. Neben dem Einblick in das aktuelle Geschehen war aber auch Zeit für einen Blick zurück. Geschäftsführer Bayert erinnert sich dabei vor allem an seine Anfangszeit. Ich bin seit 2001 hier am Standort tätig, habe damals bei Wavetech Wandl und Goltermann angefangen. Bin also kein echter Wandl und Goltermann oder Vagorianer, wie man hier sagt, sondern kam erst etwas danach an Bord. Vor allem die neueren Entwicklungen habe er miterlebt, also auch den Wandl bis hin zu VAV Solutions. Man unterscheidet gern so die Wandl- und Goltermann-Zeit, als es wirklich noch familiengeführt war. Wir haben da gestern Freitag, vorgestern schön gefeiert in Metzingen. Da war der Albrecht Wandl auch vor Ort. Das ist ja der Sohn vom Firmengründer. Das waren so die ersten 75 Jahre. Danach wuchs das Unternehmen und der Hauptsitz wechselte in die USA, was ein großer Schritt gewesen sei. In den 100 Jahren blickt man also auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Eine Entwicklung, die aus Sicht der Traditionsfirma bestimmt gerne so weitergehen darf.